Thema hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video geht es um den größten Vermögenswert, in den du investieren kannst, um die beste Investition deines Lebens. Und die beste Investition ist immer in dich selbst. Und darum soll es jetzt in diesem Video gehen, warum das so ist. Und ich möchte da gerne ein paar Beispiele dazu geben und möchte dann aber auch eine Möglichkeit zeigen, wie du es in der Praxis dann halt auch für dich umsetzen kannst. Ja, also das wichtigste Investment in deinem Leben sollte immer als allererstes das Investment in dich selbst sein. Warum ist das so? Ich gebe dir gerne zwei Beispiele dazu. Viele Menschen fragen sich immer, ja, wie soll ich mein Geld anlegen? Ja, wie soll ich investieren? Soll ich in Aktien investieren, Immobilien, Rohstoffe, Fonds, Firmenbeteiligungen? Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wo du dein Geld investieren kannst. Und egal, für welches Thema du dich im Kern interessierst, ja, es ist immer entscheidend, dass du zuerst mal in dich selbst investierst. So, ich gebe dir ein Beispiel mal angenommen. Du hast jetzt ein paar Euro auf der Bank, ja, und möchtest das Geld investieren. So, jetzt investierst du, weil du jemanden kennst, der hat einen guten Aktientipp auf Lager, jetzt investierst du in Aktien. Ich mache es jetzt extra ein bisschen schwarz-weiß, ja. So, und jetzt passiert irgendwas, eine Entwicklung am Markt, irgendeine Entwicklung in dem Unternehmen, was auch immer, was dazu führt, dass der Börsenkurs massiv an Wert verliert. So, dein Geld wird immer weniger. Ja, du siehst es, du verkaufst oder verkaufst auch nicht und dein Geld ist weg. So, irgendwas ist halt einfach passiert, Geld ist weg. Hättest du vorher dir etwas Zeit gegönnt, hättest vielleicht 1, 2, 3 Jahre ja aktiv dazu beigetragen, in dich und in dieses Thema zu investieren, dir neue Fähigkeiten angeeignet, dir Kenntnisse angeeignet, Wissen angeeignet, dann hättest du vielleicht zum einen diesen Fehler gar nicht gemacht, weil du vielleicht gar nicht diese Aktie gekauft hättest. Ja, oder du hättest rechtzeitig reagieren können, ja, aber selbst wenn du nicht hättest reagieren können und das Geld wäre jetzt tatsächlich futsch, du hättest dieses Know-how, ja, du hättest dein Wissen, du hättest deine Fähigkeiten und könntest jetzt wieder von vorne beginnen, ja, und könntest weitermachen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Mal angenommen, du verdienst heute 40.000 Euro netto im Jahr. So, und du musst jetzt noch 20 Jahre arbeiten, bis du in deine wohlverdiente Rente gehen kannst. So, dann sind es 800.000 Euro, die du bis dahin verdienst, wenn du gesund bleibst, wenn du deinen Körper pflegst, ja. So, jetzt nehmen wir mal an, du gehst auf ein Seminar, ja, entwickelst dich weiter, eignest dir neue Kenntnisse, Fähigkeiten an für Dinge, die ja im Leben einfach gefragt sind, ja, wo du weiterhelfen kannst. Du kannst also somit deinem Unternehmen einen Mehrwert bieten oder halt eben anderen Menschen einen Mehrwert bieten, weil du dich weiterentwickelt hast, mehr weißt, mehr Know-how hast, dich weiterentwickelt hast, mehr Erfahrungen, mehr Fähigkeiten, mehr Fertigkeiten entwickelt hast. So, und jetzt verdienst du anstatt, und mal angenommen, das Seminar hat auch richtig viel Geld gekostet, ja, die Summe spielt dabei keine Rolle, ja. So, und jetzt kannst du es schaffen, dein Einkommen von 40.000 netto im Jahr auf 50.000 netto im Jahr zu steigern. So, dann sind es auf die nächsten 20 Jahre gesehen 1 Million. Das sind plus 200.000 auf 20 Jahre gesehen. Ich lasse jetzt mal Gehaltssteigerungen weg. Ich lasse mal Zins und so weiter. Lasse ich alles mal weg, der Einfachheit halber. Es geht nur um das Prinzip dahinter. Und deswegen meine ich, die beste Investition, die du machen kannst, ja, und was dir immer die beste Rendite bringt, ist die Investition in dich selbst. Natürlich musst du das Wissen auch umsetzen, ganz klar, ja, weil ohne, dass du diese Fähigkeiten und die Fertigkeiten, die du entwickelst, dann an andere weitergibst oder umsetzt, ja, dann wirst du natürlich auch nicht mehr verdienen, aber setzt du das Ganze um, ja, dann hast du natürlich auch die Chance, mehr zu verdienen, ja, und das soll einfach dieses Beispiel hier zeigen. So, und das setzt aber auch voraus, dass du nicht nur jetzt, ich sag mal, auf finanzieller Ebene immer für dich in dich investierst, sondern es geht auch darum, dass du ja auch in dich als Person investierst, dass du ja zum einen
ja, gute Lebensmittel zu dir nimmst, gute Nahrung zu dir nimmst, dass du deinen Körper so gut es geht auch pflegst. Ich sage immer, das ist wie ein Auto, ja. Umso besser du das Ganze pflegst, umso länger kann dich das von A nach B bringen. Wenn dein Körper irgendwann mal müde ist und nicht mehr kann, dann wirst du in anderen Bereichen auch keine Erfolge erzielen können. Also der Körper ist immer das A und O. Aber dazu gehören natürlich viele Komponenten. Dazu gehört Reisen, wie gesagt, gute Nahrung. Dass du dich regelmäßig bewegst, ja. Und es muss nicht immer Hochleistungssport sein, sondern einfach Regelmäßigkeit, gute Ernährung, Reisen, um neue Eindrücke zu sammeln. Auch das sind ganz wichtige Dinge, ja, dich eben persönlich weiterzuentwickeln. Ja, und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, und dann noch ein Thema. Du musst zwei Dinge beachten, wenn du, ich sage jetzt mal, erfolgreich oder reich oder wie auch immer du das nennen willst, werden willst, wenn du vorankommen willst. Das ist zum einen, du musst wissen, wie du, wo du dein Geld investierst, ja, und du musst wissen, wie du genügend Geld einnimmst. So, und Geldinvestition kannst du dir im Prinzip, habe ich eine ganz einfache Definition für mich, ja. Eine gute Investition oder ein guter Vermögenswert ist immer dann, wenn er dir Cashflow bringt, wenn er dir Einnahmen bringt. So, das heißt, immer wenn du dein Geld für etwas ausgibst, solltest du dich fragen, bringt es mir Geld, ja, oder zieht es Geld von meinem Konto ab? Weil das ist nämlich dann das Gegenteil davon. Das ist dann die Verbindlichkeit, ja. Und viele ziehen dann zum Beispiel in die eigenen vier Wände, ja, meinen, es wäre ein Vermögenswert, aber da es das Geld geliehen ist von der Bank, müssen sie jeden Monat Geld abdrücken. Das heißt, es zieht Geld vom Konto ab. Also ist es kein Vermögenswert, sondern es ist eine Verbindlichkeit, genauso wie ein teures Auto, wie auch immer. So, und deswegen musst du einfach für dich immer die Entscheidung treffen, wenn du die Investition machst, bringt mir das ganze Geld, ja, wenn du zum Beispiel in eine Immobilie investierst, die du vermietest, bringt es Einnahmen, ja, so, und am besten von Anfang an so, dass du im Plus bist, ja, also, das ist die eine Sache, du musst wissen, worin investierst du dein Geld, ist es ein Vermögenswert oder ist es eine Verbindlichkeit, jetzt mal ganz auf die Grundlage runtergebrochen. Der zweite Punkt ist das Thema Einkommen, ja, Rainer Zittelmann war es, glaube ich, in dem Buch Reich werden, reich bleiben heißt es, glaube ich, hat das Ganze näher untersucht. Ich hoffe, es war jetzt das richtige Buch, ja. Genau, der hat es mal untersucht, ja, also reich werden, reich bleiben, und er hat festgestellt, dass 100 der reichsten Deutschen waren 98% davon, haben ihren Reichtum durch das eigene Unternehmen erwirtschaftet, also waren Unternehmer. Und 100 von den weltweit 100 Reichsten waren es immer noch über 95%. Das heißt, wenn du tatsächlich vorhast, erfolgreich zu sein, wenn du also ich sage jetzt mal auch im finanziellen Bereich dann erfolgreich zu sein, dann sind wir gut beraten, ja, einfach drüber nachzudenken, wo haben wir denn die größten Chancen? Und das ist dann eben im Unternehmertum, ja, weil von 100 eben halt mindestens mal 95% aus diesem Bereich halt kommen. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wenn du es schaffen möchtest, dass du es in diesem Bereich schaffst. So, und jetzt ist ja die Frage, wie macht man das? Ja, und wenn es dir so geht wie mir, dass du ursprünglich, als ich mich vor über 13 Jahren ja in die Selbstständigkeit gewagt habe, ins Unternehmertum gewagt habe, war ich Angestellter, beziehungsweise ich war Arbeiter, ja, und das ist halt genau der Punkt. Und da musst du für dich überlegen, wie kannst du es denn machen? Und da ich keine revolutionäre Idee hatte, wie die Welt verändert, da ich keine Ahnung hatte, wie man ein Produkt entwickelt, wie man Marktforschung betreibt, war für mich einfach der naheliegendste Weg, Network Marketing, Strukturvertrieb. Ja? Nimm einfach ein Konzept, was schon funktioniert, und setzt es um. Und das hat nämlich zwei entscheidende Vorteile. Und deswegen würde ich jedem, der darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden, immer zu Network Marketing raten. Warum? Weil du eine ganz, ganz wichtige Sache sofort lernst. Marketing und Vertrieb. Und das ist das Wichtigste, wenn du ein Unternehmen gründest, dass du ja verkaufen kannst.
Du kannst alles oder viele Probleme lassen sich durch Verkauf lösen. Ein weiterer, ich würde sogar sagen, alle Probleme in einem Unternehmen lassen sich durch mehr Verkäufe lösen, weil mehr Verkäufe bedeutet gleichzeitig mehr Umsatz, mehr Gewinn und dementsprechend ist das die wichtigste Eigenschaft, dass du verkaufen kannst. Und das lernst du im Network Marketing, im Strukturvertrieb, im Direktvertrieb. In der Branche lernst du das. Und der Vorteil ist, du kannst ein Unternehmen aufbauen innerhalb des Unternehmens, ohne die Risiken zu haben, die, ich sag mal, der klassische Unternehmer hat, weil Produktentwicklung, Marktforschung, das macht alles dein Partnerunternehmen für dich. Ja, du hast fix und fertige, erprobte Produkte, die gut funktionieren. Du hast ein Unternehmenskonzept, was nachweislich funktioniert, wenn du das richtige Unternehmen ausgewählt hast. Ja, du musst keine Löhne und Gehälter zahlen. Du kannst aber tagtäglich neue Zweigstellen, Filialen eröffnen, indem du neue Vertriebspartner an dich anbindest, ja, diese ausbildest und denen dabei hilfst, dass sie ebenfalls erfolgreich werden. So, dafür musst du aber dann keine Löhne zahlen. Ja, du hast also keine Produktionskosten, keine Löhne, Gehälter, ja, die das Ganze, die eben ja ein gewisses Risiko auch in sich bergen, weil Löhne und Gehälter müssen natürlich auch bezahlt werden. Dementsprechend trägst du natürlich auch die Verantwortung, dass das Geld dann halt reinkommt. Fällt im Network Marketing alles weg, ja. Letzten Endes kannst du dich auf das konzentrieren, auf was es ankommt, nämlich Marketing und Vertrieb. Und du hast noch einen weiteren Vorteil im Network Marketing. Du hast den Vorteil, dass du durch dein Partnerunternehmen geschult wirst, dass du ja, dass das Unternehmen dir zeigt, wie man das Geschäft in dieser Branche, in der du dann tätig bist, am besten aufbaust. Und du hast noch zusätzlich einen Sponsor oder einen Mentor, der in der Regel mehr Erfahrung schon in dem Bereich hat als du. Und selbst wenn es nur ein paar Wochen sind, der Mentor eben dem Neuen voraus. Und es gibt natürlich auch Unterstützung durch die Upline, ja, also den Sponsor deines Sponsors und so weiter, sodass du sofort zum einen ein Umfeld hast, in dem du wachsen kannst, ja, ein Umfeld hast, was dich unterstützt, was dir Tipps, Tricks gibt, wie du eben in diesem speziellen Bereich am schnellsten nach vorne kommst. Und das hast du im klassischen Unternehmertum auch nicht. Ja, da bist du auf dich allein gestellt, du musst deine Erfahrungen selbst machen oder musst dir halt das Wissen eben dann halt teuer einkaufen. Das kriegst du hier einfach on top, indem du für dich sagst, okay, ich mache jetzt mal 1, 2, 3 Jahre eine Ausbildung im Network Marketing, eigne mir die Skills an und in dieser Zeit werde ich sogar noch bezahlt. Und wenn du alles richtig machst, hast du nach den 3 Jahren sogar schon ein Einkommen, was in der Regel das Einkommen deines jetzigen oder das die Höhe deines jetzigen Einkommens halt übersteigt. Und deswegen ist es eine ganz coole Kombi. Und ich würde jedem raten, sich Network Marketing genauer anzugucken. Also machen wir hier an dieser Stelle den Deckel drauf. Das wichtigste Investment, was du tun kannst, ist in dich selbst. Investier in dich. Ja, schaff dir ein Umfeld, in dem du wachsen kannst und prüfe für dich die Geschäftschance Network Marketing. In diesem Sinne, wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du der Sache hier einen Daumen hoch gibst. Teil das Ganze gern auch mit deinem Netzwerk. Ja, ansonsten freue ich mich über die Kommentare von dir. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentarfunktion, aber auch gerne Anregungen, Feedback, freue ich mich immer drüber. Ja, in diesem Sinne, alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.